Ein Bonbon ist ja eigentlich, um die Lust zu befriedigen. Und es ist ja einfach nur ein Glücksmoment. In dem Moment habe ich ein gutes Gefühl und muss ja nicht ständig Bonbons essen, sondern ab und zu mal als Genussmittel und nicht als Lebensmittel. Es ist kein Liter Milch, es ist keine Scheibe Brot, sondern es ist halt einfach nur ein Genussmittel. Wenige Meter vom Neckar entfernt, im Herzen der Heidelberger Altstadt, befindet sich die Bonbon-Manufaktur von Jens Meyer. Seit 10 Jahren stellt er in liebevoller Handarbeit jede Woche bis zu 45 Kilogramm Süßigkeiten her. Bonbons und Lollis in allen Farben und Formen. Am Anfang war der Zucker. Der Zucker muss zunächst genau abgewogen werden, auf einer geeichten Waage, versteht sich. Das ist ganz normaler Zucker, wie ihn fast jeder zu Hause hat. Sechs Kilogramm Zucker landen wohldosiert in einem großen Topf, der gleich erhitzt wird. Das ist ein Induktionskochfeld mit richtig Power. Also es hat 3000 Watt. Und damit der Zucker nicht anbrennt, tue ich Wasser dazu. Für jedes Kilo Zucker 200 Milliliter Wasser. Jeder denkt, Zuckerkochen ist total gefährlich. Aber wenn man weiß, wie es geht und wenn man die richtige Menge Wasser nimmt, ist es überhaupt kein Problem. Dann brennt der Zucker nicht an und es ist alles sehr entspannt. Und jetzt die Glukose. Hier in Form von Sirup, eine besonders widerspenstige Variante. Wenn ich einen feuchten Holzlöffel nehme und meine Hände nass sind, dann klebt das nicht. Glukosesirup ist Traubenzucker in zähflüssiger Form. Er verhindert das Kristallisieren des Zuckers. Der Sirup wird in einem Verhältnis von 1 zu 2,5 zum Zucker gemischt. Das fühlt sich an wie fester Schleim. Süßer, fester Schleim. Sehr klebriger, süßer, fester Schleim. Die richtigen Umgangsformen mit Zucker musste Jens alleine lernen. Den Ausbildungsberuf des Bonbonmachers gibt es seit 1980 nicht mehr. So, jetzt muss ich meine Hände waschen, die kleben total. Eine Stunde muss das Gemisch kochen. Mal umrühren. Und ein Thermometer. Und die Glukose. Ich stelle die Glukose da oben drauf. Wir haben ja gesehen, die ist sehr zäh. Und einfach, damit die ein bisschen weicher wird und ich die besser bei der richtigen Temperatur in den kochenden Zucker tun kann. Es ist jetzt so, dass das Wasser verkocht und gleichzeitig schmilzt der Zucker. Wir haben diesen Übergang von dem leicht aufgelösten zu flüssigem Zucker. Und ich muss mal schauen, wir sind jetzt gleich bei 120 Grad. Dann tue ich dann die Glukose dazu. Das ist dann genau die richtige Temperatur, dass auch die Glukose sich löst in dem schon flüssigen Zucker.
Es riecht schon ein bisschen nach Zuckerwatte, nach warmem Zucker, nach kochendem Zucker. Jeder Faden zählt. Insgesamt 2,5 Kilo Glukosesirup landen im heißen Topf. Die Temperatur steigt langsam weiter an. Wenn wir uns dann den 154 Grad nähern, dann wird es so leicht golden. Das heißt, der Zucker fängt an, ein bisschen zu karamellisieren. Genau an dem Punkt müssen wir das dann gleich ausgießen. Ich brauche nicht viele Werkzeuge zum Bonbon machen. Handschuhe, um meine Hände zu schützen, Thermometer, um die Temperatur zu messen, Pipette und ein kleines Gefäß, um das Aroma abzumessen. Ich brauche einen Spachtel und eine Schere, ganz normale Schere, die ich aber nur für den Zucker benutze, um damit zu arbeiten. Und natürlich Bonbonmaschine. Das ist meine heißgeliebte 150 Jahre alte Bonbonmaschine, die immer noch arbeiten muss. Und wo ich mit zwei Messingwalzen kleine runde Kugeln Drops machen kann. Bevor die heißgeliebte Maschine zum Einsatz kommt, legt sich Jens seine Aromen zurecht. Nach dem Ausgießen muss alles schneller gehen. Sorgfältig wählt Jens die Aromen aus. Ohne wäre der Geschmack der Bonbons zu langweilig, einfach nur süß. Das hat Jens schon mal getestet. Das kommt bei ihm nicht in die Tüte. Da. Ich habe verschiedene Quellen, wo ich die Aromen herbekomme, sind alles natürliche Aromen von kaltgepressten Ölen aus der Schale bei den ganzen Zitrusfrüchten oder sonst wie natürlich hergestellte Aromen, die aus den Früchten, aus den Pflanzen gemacht werden. Rosmarinöl oder halt auch beim Waldmeister ein natürliches Aroma. Mit Hilfe einer Pipette kann Jens die gewünschte Menge genau dosieren. Ich habe wirklich ganze Kisten voll mit Aromen. Das geht von den Klassikern Himbeere, Zitrone, Kirsche, Erdbeere bis hin Cola. Dann habe ich auch mit Chili, ich habe auch Tomate, ich habe Bratapfel, ich habe Hugo, ich habe Caipirinha, ich habe was auch immer. Also da sind wahnsinnig viele Aromen, die ich habe und aus denen ich Sachen machen kann, spontan. Das ist meine Arbeitsplatte, auf der gleich der Zucker ausgeschüttet wird. Die Steinplatte entzieht dem heißen Zucker direkt ein bisschen Energie, ein bisschen Wärme, damit er schnell auch wieder runterkühlt. Erst muss er aufgeheizt werden und dann wird er runtergekühlt, so schnell wie es geht. Und damit die Stangen nicht verrutschen auf der Arbeitsplatte, auf der Steinplatte, fixiere ich sie. Das ist alles Marke Eigenbau. Alles fließt, nichts bleibt. Auf der mit Fett beschichteten Arbeitsplatte gleitet es sich besonders gut. Die Temperatur sinkt allmählich. Eine ständige Gratwanderung. Das ist jetzt der flüssige Zucker bei 154 Grad. Im Kontakt mit der Steinplatte und umrandet von den Stahlstäben kühlt die Zuckermasse schneller ab und nichts geht verloren. Und jetzt kommt Geschmack und Farbe dazu. Der Geschmack hat keine Farbe und die Farbe hat keinen Geschmack. Verrührt wird nur oberflächlich. Durch das späte Ziehen des Zuckerteigs verteilt sich alles gut. Hätte Jens das Aroma im Kochtopf hinzugefügt, wäre es verdampft. Jetzt kommt die Farbe. In diesem Fall Chlorophyll E141. Es wird größtenteils aus dem Blattgrün von Pflanzen extrahiert. Und damit es ein wenig kräftiger wird, das Grün, tue ich noch ein ganz klein bisschen Blau mit rein.
Und jetzt haben wir ein schönes, kräftiges Dunkelgrün. Um der Süße entgegenzuwirken und den Geschmack interessanter zu machen, aber auch um die Haltbarkeit der Bonbons zu verlängern, streut Jens etwas Zitronensäure hinzu. Die Zuckermasse ist immer noch sehr heiß. Vorsicht ist geboten. Ich bin hitzeunempfindlicher geworden, habe mich natürlich dutzende Male verbrannt mit Brandblasen an den Fingern und alles, was dazugehört, weil der Zucker ist ja am Anfang über 150 Grad heiß. Und damit ich mir nicht ständig die Hände verbrenne, ziehe ich ein paar dicke Handschuhe an, die meine Hände vor der Wärme schützen. Und ein paar dünne Handschuhe drüber, damit der Zucker nicht an den dicken Handschuhen festklebt. Die nächsten Handgriffe müssen sitzen. Aber jetzt muss es auch ein bisschen schneller gehen. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo die Erfahrung ein bisschen mitspielt. Ich weiß, dass in einer Minute kann ich die wegmachen und dann kann ich damit weiterarbeiten. Allerdings mache ich das jetzt, schneide ich das erstmal auseinander, damit wir einen grünen Teil haben und einen weißen Teil am Ende. Und den Teig hinterher, den Bonbonteig wieder zusammensetzen können und wir einen schönen Kontrast mit Grün und Weiß haben. Mit Hilfe seiner Bastelschere trennt Jens den Grünen vom weißen Teig. Ich muss jetzt am Zuckerhaken arbeiten. Der Zucker muss jetzt gezogen werden. So. Und aus dem Honigfarbenen wird gleich weiß. Der magische Moment. Der Zuckerhaken kommt zum Einsatz, wenn größere Mengen gezogen werden müssen. Aber das ist genau der Moment, wo sich das handgemachte Bonbon von dem Industriebonbon unterscheidet. Nämlich durch den jetzt immer besser werdenden Geschmack. Und durch die Liebe, die reinkommt. Jetzt sind wir bei einem schönen, glänzenden Weiß. Es ist das gleiche Phänomen wie beim Schlagen von Eiweiß. Eiklar wird zu Eischnee. Dieses glänzende Resultat kostet Kraft. Ich werde oft gefragt, ob man sich das Fitnessstudio sparen könnte. Leider ist es nicht so, weil so erstaunlich das klingt, man ist immer den ganzen Tag in dem süßen Geruch und hat dann eher Lust auf was Herzhaftes, also auf ein schönes Käsebrot oder ein Wurstbrot. Jetzt verarbeite ich den nochmal. Und man sieht jetzt auch schon bei dem Grün, dass es heller wird. Es entstehen auch Luftblasen, die das Licht brechen und das Ganze heller machen. Und gleichzeitig verteilt sich der Geschmack in dem ganzen Bonbonteig. Der Geschmack wird besser, weil durch die ganzen kleinen Luftbläschen die Oberfläche viel größer wird. Und es fängt an zu glänzen und sieht einfach schöner aus. Auch bei diesem Schritt muss Jens ständig die Temperatur der Masse beachten. Und die richtige Temperatur misst Jens nicht, er fühlt sie. Man muss es einfach in den Händen spüren, ob es richtig ist oder nicht. Das ist halt das Handwerk. Beim Bonbon machen nehme ich gerne zwei Farben, zwei verschiedene. Ich hatte da Grün und Weiß bei den Bonbons genommen. Aber bei den Lollis, die sollen ja auch farbenfroher sein und richtig schön aussehen. Da kann ich dann auch gerne mal vier Farben nehmen, damit es halt einfach viel, viel bunter ist. Und für die Kinder ein bisschen attraktiver. Rot-weiße Zuckerstangen,
blau-gelbe Kissenbonbons. Alle Kombinationen sind denkbar, um die Passanten der Steingasse in den Bonbonladen zu locken. Möglichst weit hinaus soll sich der Duft der Bonbons und Lollis in der Stadt verteilen. Jetzt kommen die Lollis dran. Für die Herstellung hat Jens seine Farbpalette erweitert. Teig und Aroma sind gleich. Das Kneten und Formen funktioniert aber nur mit der richtigen Wärmebehandlung. Zucker ist wie eine Diva. Zucker ist, also man muss es vorsichtig behandeln. Man kann nicht einfach liegen lassen und sagen, ich mache später weiter, auch wenn er auf der Wärmeplatte liegt. Der verändert sich immer. Wenn er dann zu lange aufgeheizt wird von der Wärmeplatte, verändert er sich. Je nachdem, was für ein Aroma ich nehme, wie viel Zitronensäure drin ist. Der Teig verhält sich immer wieder anders. Das sind viele, viele Kriterien, die mir anzeigen, ob es soweit ist. Es darf nicht zu weich sein, es darf nicht zu fest sein. Da muss eigentlich alles gut zusammenpassen. Alle vier Teile müssen ungefähr die gleiche Festigkeit haben, ungefähr die gleiche Temperatur, damit es auch beim Lolli machen gut funktioniert. Das heißt, es ist für mich auch immer wieder spannend und auch eine kleine Herausforderung, dass der Teig bis zum Ende gut formbar bleibt und nicht kaputt geht. In diesem Balanceakt unterstützt ihn die Wärmeplatte. Unter den Matten befindet sich eine Platte aus Edelstahl, die die Zuckermasse bei einer Temperatur von 70 Grad halten soll. Die kühlt trotz allem aus, vor allem an der Oberfläche. Und beim Zucker ist es so, der kann, wenn es doof läuft, verändert er sich schlagartig. Das nennt man, der Zucker stirbt ab. Und dann kristallisiert er wieder aus und ist fest. Und dann kann ich nichts mehr draus formen. Und das ist dann doof. Dann kann ich ihn nur noch wegtun. Und ich will ja möglichst alles verarbeiten. Deswegen geht das zügig und ich muss es immer bewegen. Das heißt, die Oberseite nach unten und die Unterseite logischerweise nach oben. Damit das alles einigermaßen gleichmäßig warm bleibt. Je nach Lust und Laune formt Jens die Regenbogenschlange. Die ultimative Form hat er noch nicht gefunden. Und jeder Lolli sieht ein bisschen anders aus. Und da werden jetzt ganz, ganz viele Lollis draus. In vielen Formen und Größen. Der Unterschied zwischen einem Bonbon und einem Lolli ist der Stiel. Der Teig ist der gleiche und das eine hat einen Stiel und das andere nicht. Also ich kann aus dem gleichen Teig Bonbons und zwischendrin auch Lollis machen. Nur ist das Formen der Lollis von Hand dauert natürlich ein bisschen länger. Deswegen nehme ich da immer etwas weniger Zucker, damit ich auch alles gut bis zu Ende verarbeiten kann. Für die Formen seiner Lollis findet Jens auf Reisen Inspiration, aber auch in der Musik. Es gibt ein altes Studentenlied. Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. Wohl möglich in einer lauen Sommernacht. Ist das Formen mit den Händen von der warmen Masse ist irgendwie eine schöne, entspannende Tätigkeit auch. Und sie ist wichtig, um eine weiterhin homogene Masse bearbeiten zu können. Sonst ließe sie sich auch nicht mehr gut schneiden. Bei aktuell 70 Grad Teigtemperatur ist alles im grünen Bereich. Warum ich den Beruf so mag, ist einfach, weil ich auch viel ausprobieren kann und kombinieren kann und frei in der Gestaltung bin und
mir keiner vorgibt, was ich zu tun habe, sondern ich einfach experimentieren kann, ob was schmeckt oder nicht. Im schlimmsten Fall schmeckt es nicht, im besten Fall schmeckt es sehr gut. Nicht alle Geschmacksexperimente von Jens gelingen. Es kommen immer wieder Leute, die fragen, kannst du nicht mal was mit Gin-Geschmack machen? Und dann kann ich nur sagen, ja, Gin schmeckt eigentlich nach nicht so viel. Und es wird erdrückt von dem Zucker. Also es ist dann einfach ein relativ süßes Bonbon. Und die Versuche, die ich da gemacht habe, sind gescheitert. Ganz anders war das, habe ich das erste Mal Limoncello-Bonbons gemacht. Da ist kein Alkohol drin, das ist, weil der Zucker am Anfang über 150 Grad hat, würde das alles verdampfen. Das heißt, es ist sogar autofahrerfreundlich und man kann die Bonbons, die Limoncello-Bonbons auch unterwegs essen. Bevor die Süßigkeiten in Umlauf gebracht werden können, dauert es noch ein wenig. Jetzt müssen die nur noch abkühlen und dann kann ich die verpacken. Wenn es schneller gehen muss, schaltet Jens den Ventilator ein. Zuverlässig bläst er kühle Luft auf die noch lauwarmen Waldmeister-Lollis. It's not chipotle. It's something different. I don't know, it's chili. Passanten können Jens bei der Arbeit über die Schulter schauen, was zu amüsanten Anekdoten führen kann. Also es waren mal Amerikaner hier im Laden. Ich war gerade dabei, Zuckerstangen zu machen, diese kleinen rot-weißen gebogenen Spazierstöcke. Und die sagten, ah, Peppermint. Und ich so, nein, das ist keine Pfefferminze. Ja, aber das Rot-Weiß ist immer Pfefferminze und die Zuckerstangen ist immer Pfefferminze. Und dann habe ich gesagt, aber Pfefferminze ist doch nicht rot. Und dann war das Erstaunen groß und die haben wohl das erste Mal richtig nachgedacht und haben gesagt, ja, es stimmt, Pfefferminze ist ja nicht rot, die ist ja grün. Also da musste ich Träume zerstören, so leid es mir tat. Bei dieser grünen Masse wird die Illusion einer Einheit von Farbe und Geschmack gewahrt. Denn sie schmeckt nach einer Pflanze, die in der Natur tatsächlich auch grün ist. Jens verarbeitet seinen Waldmeister-Bonbon-Teig weiter. So, jetzt wird der Bonbon-Teig in Stücke geschnitten und dann durch die Maschine geschoben. Und dann haben wir ganz viele kleine Bonbons. Das ist eine Maschine, die ist über 150 Jahre alt und muss immer noch arbeiten. Also nichts Rente mit 67. Jens zieht den Teig im richtigen Tempo durch die Maschine. Klare Sollbruchstellen werden in den Teig markiert. An diesen Stellen sollen die Bonbons später brechen. Nach etwa 2 Stunden Arbeit im süßen Duft sind aus Zucker, Glukosesirup, Wasser, Aroma, Farbe und Zitronensäure 8 Kilogramm grün-weiße Waldmeister-Drops entstanden. Genauso wie bei den Lollis müssen sie zunächst abkühlen, bevor aus den Drops im Block kleine, feine Gaumenfreuden werden. Das Brechen geht ganz einfach von Hand. Da hat die Maschine gute Vorarbeit geleistet. Es ist nahezu ein Kinderspiel. Ich schleife jetzt die Kanten von den Bonbons ab, weil ich ja nicht will, dass sich jemand im Mund verletzt. Und die Kanten sind relativ scharf, schöne Ecken. Und durch das Schleifen in dem Mehlsieb sind die Kanten dann weg. Und dann haben wir schöne runde Kugeln.
Das ist ein grobes Mehlsieb, hat für mich eine super Maschenweite. Dann fallen die kleinen Brösel raus und die Bonbons, die Drops bleiben drin. Und es ist halt einfach ein Netz, ein Mehlsieb mit einem Metallnetz. Funktioniert wunderbar. Der feine grüne Staub, der übrig bleibt, ist nicht weiter nutzbar. Auch bei den Bonbonmachern gibt es den Angel's Share. Wenigstens in der Luft bleibt noch was hängen. Jetzt haben wir hier einen richtig leckeren Waldmeistergeruch. Und es ist sehr schön. Und es zieht dann auch immer auf die Straße, immer raus. Und die Leute kommen rein und wollen genau das, was man gerade macht. Wenn man dann sagt, man macht Waldmeister. Wo stehen denn die Bonbons? Wo finde ich die? In der Regel in kleinen, durchsichtigen Gläsern. Das sind die Drops, die ich hergestellt habe. Die hatte ich in dem Eimer zwischengelagert. Und jetzt muss ich dann immer 100 Gramm abwiegen in jedem Glas, dass das auch immer die gleiche Menge da drin ist. Jetzt kommen noch die Etiketten drauf. Und dann sind die Bonbons fertig. Im Gegensatz zur Industrie werden die Bonbons nicht einzeln verpackt, sondern landen in Gläsern. Wenn die Bonbons zu lange an der freien Luft sind, fangen sie an, Luftfeuchtigkeit zu ziehen und werden klebrig. Egal platziert, sind die Bonbons ein neuer Blickfang für groß und klein. Es ist irgendwo Kindheit. Das, was ich hier mache, sind Erinnerungen an früher. Das sind so Geschmacksrichtungen. Das ist einfach so der Geschmack und der Gedanke an früher. Das ist so dieses, was ich hier im Grunde mache. Natürlich mache ich leckere Bonbons, aber damit wecke ich Emotionen. Das ist so mein Gedanke, den ich immer dabei habe. Die letzte Fleißarbeit, das Verpacken der Lollis. Und was mich glücklich macht, ist Kunden, die wiederkommen. Wenn Leute kommen und was einkaufen, finde ich toll und super. Aber wenn Leute kommen und sagen, ich bin extra gekommen, um bei dir die Bonbons zu kaufen, das macht mich richtig glücklich. Dann weiß ich, da habe ich was richtig gemacht. Und es schmeckt. Das hat was Meditatives. Diese gleichförmige Bewegung immer. Am Ende des Tages stellt sich die Frage, ob sich der Aufwand lohnt. Die vielen Handgriffe, die Anstrengungen für einen kurzen, süßen Geschmack im Mund. Viele Sachen, die im ersten Moment sinnlos erscheinen, sind doch die Sachen, die in irgendeiner Weise oft das Leben bereichern. Sei es Kunst, sei es ein Sonnenuntergang. Der Sonnenuntergang, wenn der schön aussieht, ist ja auch nur ein Sonnenuntergang. Aber man freut sich doch darüber. Genauso kann man sich über ein leckeres Bonbon freuen. Es sind manchmal tatsächlich die wenig sinnvollen Dinge, die das Leben bereichern und damit doch wieder einen Sinn bekommen. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.